Es ist doch echt zum Kotzen. Warum habe ich es mir nicht markiert? Ah, geil. Ah. Fix! Da machen wir was. Als erstes zerteilen wir dieses wunderschöne Stück Nussbaum in mehrere Teile. Ich habe jetzt hier 1,5 cm dicke Teile abgeschnitten, damit wir es noch ein bisschen runterhobeln können. Und jetzt wird das Ganze zu einer wunderschönen Platte verleimt. Jetzt bringen wir hier einfach den Holzleim auf, wird ein bisschen verstrichen. Und wichtig ist, wenn wir das verleimen, dass die Maserung immer so gegeneinander läuft. Also einmal so und einmal so. Ja. Ich kann es euch nicht erklären, weil ich selber nicht genau weiß. So, ah, fuck. Ja, nein, ah, oh Gott, ja, das. Ich hätte mir gleich einen Lappen holen sollen. Dann stellen wir das Ungetüm mal zur Seite und ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben, glaube ich, viel zu wenig Material. Ich habe mir jetzt hier an mein Nussbaumholz Papierklebeband geklebt, auf das Papierklebeband doppelseitiges Klebeband. Warum habe ich da Papierklebeband dazwischen gemacht? Weil mir das doppelseitige Klebeband hier, wenn ich da so große Streifen an meinem Nussbaumholz klebe, wahrscheinlich zum Schluss, wenn ich es abnehme, ziemlich die Maserung versauen würde. Jetzt legen wir das hier auf eine Trägerplatte auf. Schön fest. Mit dieser Trägerplatte können wir jetzt hier die Waldkante entfernen. Ich möchte nicht zu viel, obwohl, doch, ich muss hier eh den ganzen Splint wegnehmen. Dann gehen wir da rein. Natürlich hat es wie immer fehlerfrei und tadellos auf den ersten Versuch geklappt. Habe ich es jetzt drüber geklebt? Ich glaub's ja nicht. Das ist schon wieder so klar, dass das. Wir machen das alles nochmal. So, und jetzt seht ihr, jetzt hat das Papierklebeband das doppelseitige Klebeband davon gehindert, hier mir die Maserung kaputt zu reißen. Gut, und jetzt können wir genauso wie davor hier einfach dünne Streifen abschneiden und uns auch wieder eine dünne, schöne Platte verleimen. Jetzt habe ich mir noch einen Haufen Zentimeter dicke Stücke zurechtgeschnitten. Das wären ein bisschen dünnere Zwischenteilchen und die verleime ich mir immer so dreierweise. Jetzt sieht man aber auch teilweise, dass hier extrem Spalte drin sind. Da seht ihr diese Spalte und die müssen wir jetzt natürlich beseitigen. Dazu lege ich mir die aneinander, gucke mir das genau an, wo habe ich denn so einen Spalt und versuche das ein bisschen zurechtzuhobeln. Dazu habe ich ja meine Hobellehre, die ich hier auf den Tisch lege, lege mein Holz hier ran und hobele und hoffe, dass ich es vor allem nicht schlimmer mache. Also bis jetzt wird es immer schlimmer. So, jetzt habe ich einiges verzwingt, hier und hier und da hinten auch. Ich habe eigentlich noch einige Bretter zum Verleimen, aber leider habe ich nur sehr begrenzte Schraubzwingen. Deswegen muss ich jetzt tatsächlich pausieren und warten, bis dir der Holzleim angezogen hat, damit ich die Zwingen wieder weiter benutzen kann. An dieser Stelle mal ganz frech von mir, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, könnt ihr mir gerne von meiner Amazon-Wunschliste Schraubzwingen oder Klemmzwingen schicken. Wenn mir jeder von euch eine schickt, dann habe ich 14.000 Zwingen, dann kann ich alles verleimen. Ich habe jetzt nach einer Nacht Aushärtezeit, Anfindungszeit, alles entzwingt und jetzt wird wieder fleißig gehobelt. Yay! Gut, ich habe jetzt die dickere Platte, die große, auf 10,5 mm gehobelt und die kleineren Platten auf 6,5 mm. Wir haben jetzt hier hinten wieder diese Vertiefung, dieser, ich weiß nicht, Hobelschlag, dachte ich, aber mir hat mal jemand geschrieben, das ist nicht der Hobelschlag. Schreibt mir mal, wie das heißt. Hier, diese Vertiefung zum Schluss. Wahrscheinlich werde ich irgendwie damit arbeiten müssen und das verschleifen, weil ich nicht so viel Material habe. Naja, jetzt gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ich bin jetzt hier wieder am Sägeblatt wechseln, weil ich die Längsschnitte mit dem
Falkenwald, glaube ich, ist das mit dem groben Sägeblatt gemacht habe. Verlinke ich in der Videobeschreibung. Und jetzt schneide ich wieder mit meinem feineren Sägeblatt. Ist natürlich auch verlinkt, weil ich hier ein bisschen weniger Ausriss möchte oder halt einen sauberen Schnitt bekommen möchte. Na, komm her, du Scheißschraube. Jetzt geht die da nicht rauf? Ich glaub's ja nicht. Jetzt. Haha, geht super einfach. So. Super gefährlich, weil ich das ohne Schnellspanner mache. Weil irgendwie ist der ja abgebrochen. Fragt mich nicht, wie das passieren konnte. Ah, Kreuz in der Schweiz. Ich mache jetzt den absoluten Super-Trick. Ich habe mir jetzt bei der einen Dingsbums hier die schon das so abgeschnitten. Jetzt legen wir uns das auf das andere Dingsbums auf. Das wären quasi jetzt die Seitenteile und zeichne mir das hier ab. Jetzt habe ich quasi hier eine Schablone, kann das hier umdrehen, auf der anderen Seite abzeichnen. So. Leck ist das wieder alles schief. Also meine Echtholzarbeiten sind alle krumm wie Sau. Gut, jetzt kann ich das ausschneiden und kann von hier dann die eine Seite wieder auf diese Schräge übertragen und dann sollten wir gleiche Teile haben. Genau, ich mache jetzt quasi das gleiche wie zuvor nochmal, schneiden, schleifen, übertragen und dann sehen wir, wie das hier fertig ist. Todesmutig schneide ich jetzt hier Gärungen an die Seite. Ich habe mich gegen Fingerzinken entschieden, weil ich wirklich Angst habe, dass mir das jetzt alles ausreißt und ich habe wirklich... Material sieht genau aus. So, jetzt natürlich hier aufpassen mit dem Halten, mit der Gärung. Das ist blöd, wir können es hinten ein bisschen schlecht einspannen, weil hier der Spanner nicht mehr gut hinpasst. Also wirklich wieder extrem auf eure Finger aufpassen. Und auch wenn es jetzt hier vielleicht für euch auf der Kamera ein bisschen knapp aussieht, ich arbeite jetzt wirklich ganz genau, schaue mir das immer ein bisschen an, ob meine Finger passen und sehr konzentriert jetzt hier arbeiten, dass da nichts passiert. Und dann schneiden wir mal möglichst unsere Gärungen. Also ich habe das hier wirklich ganz genau im Blick, dass ja nichts fehlt. Und das sieht sehr schön aus. Dann drehen wir es um. Gucken, dass wir es ja auf der richtigen Seite machen, weil wir haben keine Möglichkeit für Verschnitt. Perfekt. Das erste haben wir geschafft. So, ich habe jetzt Folgendes gemacht und zwar, schaut euch mal die Gärung hier an, sieht man das? Die Kante hier außen ist nicht spitz, weil die Hölzer ja eine verschiedene Stärke haben, habe ich das jetzt genau so gemacht, dass ich das hier bündig anlegen kann. Ich weiß nicht, ob das schön ist, ich weiß nicht, ob das gut ist, ich probiere es, weil mir das jetzt einfach so besser gefällt, als wenn es innen so einen blöden Überstand hätte. Das heißt, es passt jetzt innen genau zusammen. Und die Gärung an diesen Stückchen habe ich jetzt doch an der Tischkreissäge gesägt, weil es einfach tatsächlich jetzt in dem Fall schöner ging. So, ich befinde mich jetzt an meiner Fräsen und erstmal hier
Ein Seitenteil ist gerade in der Klebung, weil mir da was abgebrochen ist. Super, hoffentlich hält das später. Auf jeden Fall befinde ich mich hier an der Fräse und habe mir jetzt hier eingestellt einen Fräser, 6 mm tief, weil ich hier eine wunderschöne Bodenplatte, das wird so eine hellere Platte, ich habe nichts anderes da, einpassen werde. Deswegen habe ich hier quasi 6 mm tief und der Fräser schaut raus 3 mm, weil ich hier an den schmalen Teilen, das sind ja bloß ein bisschen was über 6 mm, will ich 3 mm reinfräsen. Und jetzt guck mal, wo will ich unten, das will ich unten. Und da fräsen wir jetzt einmal so eine Nut rein, wo wir dann die Bodenplatte versenken können. Hoffentlich wird das was. Der Fräser schaut noch nicht ganz, also ich habe hier noch nicht ganz 6 mm eingestellt, sondern nur 5 mm, weil wir jetzt erstmal eine grobe Fräsung machen und danach stellen wir nochmal einen Millimeter nach und machen dann nochmal die Feinfräsung, damit wir weniger Ausriss haben. Das habe ich mir bei einem anderen YouTuber abgeschaut. Das ist ein ganz kleiner Kanal, irgendwie Let's Schnipsel oder wie der heißt, keine Ahnung. Probieren wir mal aus. Okay, fräs mal. So, die erste Fräsung ist jetzt geschehen. Jetzt habe ich hier mal nachgeguckt und ich bin hier jetzt, ich bin ungefähr, 6 jetzt? 6? Ich will bloß 6 rein. Okay, ich bin eigentlich schon fast 6 drin. Ich habe eigentlich null Ausriss gehabt. Das ist ziemlich gut gegangen. Gucken wir mal. Ein bisschen können wir... Na, eigentlich passt es perfekt schon. Eigentlich passt es schon perfekt, würde ich sagen. Passt eigentlich perfekt. Müssen wir eigentlich nichts mehr machen. Bei den Seitenteilen gehen wir jetzt noch ein Dutti höher. Also nochmal 1-2 mm. Dass wir hier ein bisschen mehr Material hinbekommen. Da sind wir jetzt bei 3. Genau, und da gehen wir jetzt auf 5. So, und fräsen jetzt quasi nur die Seitenteile nochmal nach. Kopfschutz, das wäre unseren Kopf schützen. Passt perfekt, sage ich jetzt mal so. Komm raus, du Kleberschwein, du. Jawohl, jawohl. So, sensibles Messwerkzeug, die klebt, check. Solltet ihr gar nicht sehen. Ey, weg. Ich mache jetzt hier diese Zwischenwände zusammen und ihr seht, immer wenn es nicht passt, wie das hier ist noch ein bisschen streng, gehe ich nochmal an die Bandsäge und säge es ein bisschen nach. Das ist jetzt wirklich Spielerei. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir nie zu viel wegnehmen, immer nur so ein bisschen. Und zum Schluss lasse ich es natürlich so aussehen, als hätte es von Anfang an gepasst, ist ja eh klar. Gut, wir haben die jetzt ausgeschnitten und jetzt sollten die eigentlich auf Anhieb perfekt zusammenpassen. Oh ja, wunderbar, das erste passt, das zweite auch, das dritte auch und das vierte auch.
Also, liebe Zuschauer, wenn ihr von Anfang an genau arbeitet, dann passt zum Schluss auch alles perfekt, ohne Nacharbeiten. Warum passen sie nicht, fragt er mich. Weil ich mich verzählt habe. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Fächer. Ich wollte aber nur 4. Verdammte Kacke! Ich könnte kotzen! Und das Geilste ist, ich habe kein übriges Material mehr. Ich müsste mir jetzt quasi nochmal so ein Brett zurechtbauen. Oder es zurechtfuschen. Und weil ich mich jetzt so aufreg, habe ich mir entschlossen, dass ich mir tatsächlich mal eine aufschürze und trinke gleich zweimal. Dazu gibt es ein Video, dazu gibt es einen Rabattcode für versandkostenfreie Bestellung. Mir geht es schon viel besser und ich baue jetzt weiter. Einstweilen, während das andere Brett jetzt hier der Leim abbindet, bereiten wir die restlichen Teile vor. Das heißt, wir müssen hier noch Löcher bohren. Leider muss ich das Loch jetzt per Hand bohren, weil meine Ständerbohrmaschine in der Reparatur ist. Lagerschaden. Bei dem letzten Tap-Check vom Kreisschneider habe ich meine Ständerbohrmaschine kaputt gemacht. Schaut euch das Video an, verlinke ich euch. Da zeige ich euch, was ihr auf keinen Fall nachmachen solltet. Gut, jetzt bohren wir mal hier. Danke, Senior Opferbrett. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde. Er ist immer noch einer meiner ältesten Freunde hier in der Werkstatt. So, ich lasse den Staub in meinen. Jetzt hier geschliffen, aber mit dem Spezialschleifer. Gut, ich habe jetzt soweit alles geschliffen, was heißt alles, was ich schleifen konnte. Ein paar Teile sind da noch nicht fertig. Und jetzt verleimen wir hier schon mal die gröbsten Geschichten. So, jetzt mit dem Boden haben wir normalerweise so viel Stabilität, also wir müssen dann später nochmal ordentlich schleifen, weil ich jetzt tatsächlich einige Stellen richtig schöne Leimdapper reingemacht habe. So, genau, und jetzt mit dem Boden können wir es eben, haben wir genug Stabilität, dass wir es schön zusammen bekommen. Das wird schon. Leute, bis jetzt ist es noch alles immer geworden irgendwie. Sie wird wunderschön. Oh, nicht runterschmeißen. Gut, ich konnte jetzt das Brett neu wiederherstellen. Haben wir es gerettet. Jetzt kleben wir die Teile zusammen. Ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt mit Sekundenkleber, damit es möglichst schnell klebt und ich das ausrichten kann. Also ich habe mir jetzt gedacht, wir gehen jetzt hier mit dem Ding drauf, schauen, dass wir hier 90 Grad haben. Ja, ja, überall. Aktivatorspray. Aktivatorspray ist dafür da, dass der Sekundenkleber schneller aushärtet und das schneller zusammenklebt. Das machen wir jetzt bei allen drei. Klebe hier unten Sekundenkleber ran, weil das einfach ziemlich gut hält. Ihr könnt es natürlich auch mit Holzleim machen, dann dauert es halt einfach länger, bis es wirklich fest ist. Ich mache es jetzt mit Sekundenkleber. Gut, das ist schon mal gut. So. Ich habe jetzt das Ding soweit zusammengeklebt und alles verschliffen. Es sind mir teilweise noch mal ein paar Sachen auseinandergebrochen, die ich wieder kleben musste. Ich sag's dazu, aber ich zeig's euch nicht. Jetzt müssen wir den Stab hier reinbekommen. Ich kann die Dinger nicht so weit auseinanderbiegen, dass ich ihn reinbekomme, weil mir das sonst bricht. Also müssen wir den jetzt tatsächlich von einer Seite aus durchbekommen.
Und das am besten so, ohne dass es das hier abbricht. Guck mal, ob ich ihn so durch... Ja, ja. Oh, ich habe einfach so viel Angst, dass mir das bricht oder springt, weil das wirklich ganz genau passt. Wirklich ganz, 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 ganz genau. Bisschen Holzleim rein, das meiste wird es wahrscheinlich sowieso wieder rausbatzen. Nur so ein Hauch von Holzleim. Und hier dann verschleifen. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen Holzleim drauf. Hier so, schön da reinpfuschen und schleife jetzt nochmal hier drüber. So, hier kommt jetzt noch was dran, das Geheimnis. Ich bohre mir da zwei minimale Löcher vor, einmal hier in den Stab rein, weil das ganz praktisch ist, dann wird der Stab auch noch gleich ein bisschen stabilisiert. Und einmal hier, da versuche ich nicht durchzubohren. Ja, okay, ich hab's versucht. Ich hab natürlich durchgebohrt. Das machen wir mit Holzleim und Kleber. Spaß. Es ist doch echt zum Kotzen. Warum habe ich es mir nicht markiert? Jetzt war ich zu faul zu markieren. Boah, du, mein Gott. Okay. Und dann schrauben wir hier das noch fest. Und dann ölen wir das noch alles ein. Und wisst ihr was? Bevor ich das jetzt hier festschraube, öle ich es ein und dann zeige ich es euch nochmal. Durchgebohrt. So, die habe ich mir jetzt verdient. Und eins ist eh klar, warum ein Sixpack, wenn man sie an Achter bauen kann. Und jetzt schaut ihr euch am besten gleich das nächste Video an. Das coole Bierspiel, was ich hier gebaut habe. Hier oder da? Ich weiß es nicht. Irgendwo hier. Macht es gut. Servus, habe ich die Ehre.